Trotz fehlender Formel-1-Lizenz und Mobilgame-Vergangenheit steckt unter der Haube von Segas Motorsport Manager eine komplexe Wirtschaftssimulation, bei der ein gesundes Maß an Strategie, Tiefgang und Spaß dafür sorgt, dass man als Teamchef eines Rennstalls die Maus nicht zu schnell aus der Hand legt. Grafisch eher zweckmäßig, aber überraschend gut und aktuell ohne Konkurrenz. Das Knobelabenteuer Candle wirkt mit seinen handgezeichneten Hintergründen und Figuren wie ein interaktives Kindermärchen, hat's spielerisch aber faustdick hinter den Ohren. Das vertrackte Rätseldesign dürfte so manchen PC-Besitzer auf eine harte Geduldsprobe stellen. Aber selbst wenn einem mal kein Licht aufgeht, ist Candle durch und durch bezaubernd. Die Hysterie rund um die Smartphone-App Pokémon Go mag abgenommen haben, die Leidenschaft für die Hosentaschenmonster scheint 20 Jahre nach ihrem ersten virtuellen Auftritt jedoch größer denn je zu sein. Für die Editionen Sonne und Mond gingen bei Nintendo jedenfalls rekordverdächtige Vorbestellungen ein. Alte Sammelsucht trifft hier auf neue Knobelaufgaben und Monster vor hawaiianischer Inselkulisse. Ein charmanter Freizeitfresser für Jung und Alt. Und zugänglicher denn je. Weil die Assassin's Creed Meuchelmörder in diesem Jahr Fortsetzungspause haben, bringt Ubisoft kurzerhand die alten PC, Xbox 360 und PS3 Abenteuer des Vollblut-Venezianers Ezio Auditore da Firenze als Sammlung für Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt. Der Wow-Effekt bleibt bei der Full-HD-Remaster-Fassung zwar aus, trotzdem lohnt sich der Abstecher nach Rom und Konstantinopel im 15. und 16. Jahrhundert. Spielerisch sind das die Höhepunkte der Reihe, die bis heute über 100 Millionen verkaufte Exemplare aufweisen kann.